Nein. War hier nur ein Klingelfisch. So, aber. Komm. Jetzt. Stopp, stopp, stopp. Das geht sich noch aus. Ich habe mich spontan umentschieden, dass ich noch das letzte Level mache. Von dem Dungeon. Einfach spontan umentschieden. Bis 22 Uhr habe ich noch Zeit. Weil zwei Könige haben wir ja sowieso. Jetzt aber mal die Könige außen vor. Es gibt bessere Spots, wo man nicht so lange braucht für einen Fisch, der mehr bringt. Ja, einen besseren gibt's dafür. Das ist der in der Wüste. Das ist sowieso derweil der beste. Derweil. So, Ingolsmine, tiefste Ebene. Auf geht's. Oh, ich habe meine Bandagen nicht mit. 18, ja gut, 18 Lachsgerichte, die sollten hoffentlich reichen. Es gibt auch nur drei Ebenen, gut. Oh, oh nein! Damit habe ich nicht geredet, ich habe es zu spät gesehen. Okay. Wir machen es wieder spannend ein bisschen. Boah, hier oben zu kämpfen ist doch scheiße mit dem Hammer. Nein. Uff. Oh. Jetzt bekommst du ein Laserschwert vom Boss, das wäre schön. Gibt's hier oben irgendwas? Geht schon Domi ein Leben noch? Oh, das wäre mies, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Hier gibt's nichts, hier gibt's keine Truhe. Aber es sind eh nur drei Ebenen, also. Aber cool gemacht, wirklich. Wirklich sehr cool gemacht hier. Pro Player, Mörtel Dummy. Ah, die ist schon wieder. Oh, nicht runterbuggen, bitte nicht. Kammer hier. Oh, nein, was tue ich? Scheiße, das wollte ich nicht.
Oh. Er will sich sicher sein. Ah, das kommt. Heute schafft das sowieso noch. Außer ich drehe den Stream jetzt auf. Aber den Stream aufdrehen. Nö. Nö. Steve wird seine 1000 Stunden heute vollbringen. Heftig, also das ist wirklich heftig. Ja, ich glaube auch, er hat es schon, ja. Vorhin war es ja schon bei 999,50. Oh, das ist blöd hier mit dem Hammer, das... Ich meine, die Animation ist geil, aber du kannst sie halt nicht stoppen, wenn du einmal beim Wirbeln bist. Steve vor VIP. Er ist schon längst VIP. Na, na. Also wenn Steve nicht VIP wäre, dann wüsste ich nicht, wen ich als VIP machen wird, also in Twitch. Steve for VIP 3. Was? Hoch 3. Stimmt, ja, er könnte schon dreimal. Also beim jetzigen Stand. Das stimmt, ja. Wie komme ich denn wieder rüber hier? Habe ich jetzt einfach... Ich komme da gar nicht... Oh ja, komme ich noch. Hier unten. Und der Wirbel. Ach komm. Ist doch nicht wahr jetzt. Ich einfach wieder runter. So, aber jetzt sind die Gegner weg. Meine Chance. Nein! Ich fast wieder runtergeflogen. Ich will mich einfach vergewissern, dass ich hier keine Truhe verpasst habe. Die. Oh je, komme ich da hoch? Ja. Ja, sehr gut. Okay, hier wären wir beim Anfang wieder. So. Ja, genau. Da haben wir schon eine Truhe. Oh, was? So, und ich glaube, das kommt man nur über die Schnur hin, glaube ich. Ja.
Und jetzt runterfliegen. Das wär's. Sehr schön. Haben die Truhe Mundharmonika. Oho. Was ist denn das? Widerstand plus 12%. Okay. Warum nicht? So, ich glaube, jetzt gibt's nichts mehr hier. Keine Truhe mehr. Ich glaube, ich habe alle. Okay, wo geht's jetzt lang? Ah, hier. Also echt schön, schön gemacht hier. Gefällt mir. So, Boss-Ebene. Auf geht's. Da oben gibt's nichts. Oh, wieder der, wer ist da nochmal? Wir werden sie gleich sehen. Wer ist da nochmal? Genau, Honcho. Der Chef Honcho. Hey, hallo. Wie viel Schaden? Oh, der ist Level 55. Oh, und wie schnell der. Ich glaube, den schaffe ich nicht. Komm jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt habe ich ihn wieder da, wo ich ihn haben will. Der Hammer. Das war der Hammer. Das ist der Hammer. Jetzt habe ich ihn wieder. Oh, nicht. Oh, hallo. Item Abuse, hör auf. Wo, Michi? Das sind die Mechanics. Das sind astreine Mechanics, Michi. Oh, Kappe des Abenteuers. Sehr schön. Wieder eine neue Kappe. Was? Level 45 sogar? Erst. Oder wie? Die kann ich erst ab Level 45 nehmen. Na, sehr was. Okay. Aber brauchen wir noch zwei Level. Ein Level Up haben wir ja gleich. Puh. Was, um genau zu sein, bei den 100%. Was? Ach, schön. Auch noch ein Item bekommen. Das ist super. Das zahlt sich aber wirklich aus, auch öfters reinzugehen, glaube ich. Weil vorhin haben wir diesen Mantel bekommen und jetzt haben wir das Kopfstück, dieses Kopfteil bekommen. Das ist schon nicht schlecht eigentlich. So, Ruinen verlassen. Wir werden eh wahrscheinlich gleich umkippen. Ja, ist fast 3 Uhr. Fehlt noch die Hose, das stimmt. Die Hose fehlt noch. Dam, 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 dam. Wäre cool, gäbe es einen kleinen Set-Bonus.
Ja, das wäre auch nicht schlecht, ja. Stimmt. Aber wahrscheinlich wird man die Ausrüstung dann beim Laden kaufen können. Weil das letzte, also den Arbeiter-Overall und so, den konnte ich ja auch im Laden kaufen. Den habe ich ja eigentlich aus dem Laden. So, hier ist H4, 5 Stück. Sehr gut, sehr gut. Ah, das kommt in Erze. Erze, Barren, genau. So. Mundharmonika. Ich weiß nicht, ob wir das aufheben. Widerstand. Ich glaube, da könnten wir auch mal wieder aufräumen. Kappe des Abenteuers. Ja, lass ich mal drin. Ich darf es nur nicht vergessen. Ja, 8000 ist die wert. Das ist stark. Oh, Steve! Das Steve hat insgesamt 1000 Stunden zugeschaut. Heftig. Das ist heftig. Das Hype geht nicht. Ah, das habe ich, glaube ich, rausgenommen. Das habe ich irgendwann mal rausgenommen. Das hat mir nicht gefallen. Stellen wir es wieder hier hin. So, der Grill und das Kochset. Ich möchte eine Dankesrede hören, Domi, mit 120 Wörtern. Ich glaube, so redegewandt bin ich leider nicht. Aber ein Dankeschön ist auf jeden Fall angebracht. Also, Steve, echt, echt danke dir für den heftigen Support. Also wirklich. 1000 Stunden, das ist unglaublich eigentlich. Überhaupt, weil ich ja, also. Warte mal. Hier, Stream. Ich streame 1800 Stunden. Ich habe erst 1800 Stunden gestreamt. Das heißt, du warst über der Hälfte der Zeit hier. Also wirklich, wirklich vielen Dank. Danke dir. Jetzt muss er deine 1000 gleich mit seinen 1,8K schlecht machen. Kappa. Aber trotzdem heftig. Also wirklich. Oh, Ölpinsel haben wir bekommen. Sehr schön. Maiskugelsamen. Ja, machen wir noch einen Kürbis. Echt mal ein typischer Lugner. Also das nehme ich nicht als Kompliment auf. Ein typischer Lugner. Ein Werkzeug zum Malen. Ja, kann man gut verkaufen. Oder eher schlecht. Gute Nacht. Alles klar, Michi. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis die Tage. Wir hören uns. Und danke dir fürs hier zuschauen ja. Für den Mod-Support. Für deinen Erstklassigen. Gibt's ja so viel zu tun hier.
Jo, gute Nacht. So, sind die noch fleißig am Arbeiten? Sehr schön. So möchte ich das sehen. Da, da, da. So, jetzt bauen wir auch noch einen leitfähigen Boden. Genau. Dafür brauchen wir aber Hartholzstiele. Bam, bam, bam. Perfekt. Dam, 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 dam. Gut, was braucht man noch mal für den Hühnerstall? Ich glaube, das war Eisenbahn. Und das hier, nein, nicht verbunden, Holzbrett war es, genau. Holzbrett, Eisenbahn und noch irgendwas. Was? Waren es Seile? Nein, Seile waren es nicht. Warte mal. Was war es denn nochmal? Weiß das jemand zufällig? Für einen Hühnerstall? Ich meine... Ich glaube, da müssen wir einfach mal schauen. Dum, 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 dum. Avocado ist insgesamt 577,50 Stunden hier gewesen. 77,50 Stunden davon hat er geschlafen. Rang Schnitzelmeister. Ich würde ja sagen Schnitzelschläfer, aber gut. Aber ich sage immer, ich sehe das wirklich als Kompliment, wenn Leute durch meinen Stream einschlafen. Das ist eigentlich nichts Negatives, würde ich sagen. So, Hühnerstall. Seil war's. Oh Mann. Ah gut, wir haben eh keine Goals. Stimmt, wir sollten mal schauen, dass wir das mal verkaufen. Da war ja was. Da war ja was, da war ja was. Haben wir eigentlich schon diesen Blaumakrähenkönig? Ich glaube schon. Oh ja, den haben wir schon. Den haben wir schon. Ja gut, ich würde auch bei jedem Ding einschlafen. Ich war saumüde und habe halt mal die Augen geschlossen. Ja, ja. Aber trotzdem, dass der Stream dann halt für dich irgendwie so eine eventuell eine beruhigende Wirkung hat, so weißt. Weißt du, was ich meine? Marktpreis 124%. Das ist nicht schlecht. Das ist ein guter Marktpreis. Da verkaufe ich auch direkt die Könige. Ja, ist ja auch ein ruhiges Spiel. Ja, 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 deswegen. Ja gut, ist klar. Also wenn da jetzt ganze Zeit Action wäre und so und es Explosionen und was weiß ich was alles. Das wäre dann vielleicht ein bisschen schwieriger.
paar Fische, 20 Kagols. Kein Problem. Easy peasy. Achso, ja. Seile habe ich vergessen. Oder war es jetzt Faden? Na, Seile waren es. Seile waren es. 5 Stück, glaube ich. Wir nehmen trotzdem mehr mit. Nehmen wir einfach 20, sicher sauber. Bam, bam. Aber was ich auch noch machen werde, ich werde den Boden gleich mal entfernen, weil das werden wir alles neu machen müssen. Ist eigentlich egal, wo ich es hinstelle, nur dass ich zum Boden komme. So. Weißt du was? Wir testen das mit dem Staubsauger jetzt. Ob das wirklich funktioniert. Einen Staubsauger machen wir. Ja klar. Schön Staubsauger an. Einfach so. Staubsauger, easy peasy. Wie geil. Geil der Staubsauger ist. Kein Problem. Sehr schön. Warte, ich gehe noch schnell in die zur Handelsgilde. Nehme noch eventuell einen Auftrag an. Wenn das so einfach im Real Life gehen wird, gell? So einfach mal so eine Fläche von weiß ich nicht, 4 Metern. Schwupps. Ein Knopfdruck. Oh, hey! Alles klar, hey! Hey, Lord! Hey, wie geht's, Lord Peon? Ich hoffe, alles gut. 5 Pigmente, klar, die haben wir. Der Sound ist geil. Hey, hey! Alles klar, hey! Ein saftiges Wiener Schnitzel. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Zusammen. Finlay. Finlay. Leider komme ich immer zu spät in deinen Stream, aber ansonsten passt's. Und bei dir? Ja, ist ja kein Problem. Alles super bei mir, danke dir. So, schau wie winzig der ist. Der ist ja lieb. Der ist ja lieb. Den kannst du direkt dazu bauen. Oh, der ist ja echt winzig. Der sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Na, der ist winzig, aber lieb. Wo ist die Tür? Hä, wo gibt's hier eine Tür? Ah, hier, das ist die Tür hier. Nein, das sieht blöd aus. Den könnte man aber auch hier hinbauen. Der ist ja echt, also. Schau, wie klein der ist. Boah, so klein habe ich ihn jetzt auch nicht erwartet. Ja. Steve ist jetzt ein Schnitzel-Lord. Lord Bern. Wow, habe ich viele Schnitzel. Lord Bern hat 0 Schnitzel. Gibt keine Tür, die Viecher bleiben drin. Ja.
Naja, nein. Hier ist eh eine Tür. Hier, links unten. Das ist doch eine Tür. Wie in dem... Achso, du meintest, das ist ironisch. Ich verstehe. Ich habe erst jetzt die Rufzeichen gesehen. Aber ich weiß nicht, wo ich den hinplatzieren soll. Ich bin ein bisschen... Es ist halt wirklich klein. Egal, ich platziere ihn einfach mal hier. Ja, ja, das kennen wir schon. Ja. Ich glaube, ich lasse es so, ja. Oder wir hauen ihn hier so hin. Dann hätten wir hier noch eine kleine... Obwohl. Ich bin mir nicht sicher. Oder wir machen es ganz anders. Wir nehmen die Montagestation hier und das Haus. Versetzen wir einfach mal komplett. Und hauen es zum Beispiel so hin. Ja, das wird jetzt nicht gehen. Ja, weg damit. Wegen dem Arbeitstisch. Ja, einfach nur schauen, wie das aussieht. Einfach nur mal schauen, wie das aussieht. Hier. Ich finde das nämlich so. Ich glaube, das ist nämlich so cooler. Ja, stell die Chicken in Schatten. Hör auf. Aber das passt hier so schön, weißt? Ist ja kein Problem. Die brauchen keine Sonne. Er wird wahnsinnig. Neben den Grill, damit sie wissen, was los ist. Ja, da ist eh der Grill. Den könnte man dann sogar noch hier so hinstellen, so. Ich finde das so cool hier mit der Rampe und hier hat man so eine schöne Aussicht dann. So, hier stelle ich mir gut vor. Und das sieht auch nicht so schlecht aus hier, finde ich. Und das hier wird dann halt natürlich die... Ich glaube, das sieht viel besser so aus, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber entweder hauen wir die in die Ecke hier oder wir hauen sie in die Mitte. Hier vier, warte mal, hier so vier. Nochmal vier.
Was? Österreicher an der Kasse eines Hamburger. Was? Eines Hamburger? McDonald's. Ich möchte ein Händel. Kassierer, möchten Sie Chicken? Österreicher, na, Trottel, nicht Chicken. Ich möchte ein Händel. Na, geh schleich dich. Oder in die Ecke. Ja, uns in die Ecke. Ach so, eines Hamburger McDonald's in Hamburg. Ach so, mich hat das gerade voll verwirrt. Hamburg, das ist ein Stadt. Ja, ja, okay. Anders habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Oh, Österreicher an der Kasse eines Hamburger McDonald's. So was? Was? Mir geht's schlecht? Was ist los, Fini? A Chicken heißt bei uns rauchen, das stimmt, ja? A Cheek, eine Zigarette. Aber ich finde das schön irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde das echt. Mir gefällt das hier. Vielleicht baue ich den Stall. Vielleicht baue ich das Ganze hier ab. Demnächst. Baue den Stall hier hin. Hier kommt dann die ganze. Hier kommen dann die ganzen Maschinen und alles. Hier kommt dann der kleine Garten, eventuell. Mache ich dann einen Garten. Ich glaube, das wird passen. Ich glaube, das wird echt passen. So. Wie ich mir das vorstelle. Oder ich mach's anders. Ich. Weil ihr meintet, ja, die Sonne, Hühner haben keine Sonne und so weiter. Dann könnte ich den Stall könnte ich dann drehen und ja, dann wäre es eigentlich nicht so schlimm. Warte mal, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, weg damit. Jetzt, ja, die hat ja schon wieder keine Sonne her. War schon wieder keine Sonne. Ach so, hast ja gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ach so. Ach so, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Okay. Da muss man obligatorisch mit na schlecht als richtiger Österreicher antworten. Genau. Boah, große Pläne, du. Große Pläne, aber absolut keine Ahnung. Das Problem, was jetzt gerade ist, was ich gerade habe, ich will diese ganzen Pflanzen nicht rausreißen. Aber ich würde das gerne irgendwie irgendwo anders hin. Ja, obwohl. Scheiße.
Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich lasse das jetzt erstmal so. Den Arbeitstisch. Was sagt ihr? Wie ist es schöner? Was sagt ihr eigentlich? Warte mal. Hier so in der Ecke oder so? Also so in die Ecke oder so? Also das Häuschen in die Ecke oder nicht in die Ecke? Sagen wir, so ist besser. Weil so oder so ist natürlich... Ich glaube, so ist es schöner. Wobei... Ab Ecke. Aber da gefällt mir das eine hier nicht. Ja, so ist besser. Mir gefällt das nicht, wenn das da so durchgeht durch das kleine Häuschen da. Deswegen. Ah, das sind wieder so Kleinigkeiten. Da bin ich kleinlich. Okay, dann lassen wir das einfach so. Bam, 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 bam. Dann wird der Mixer da auch ganz gut hinpassen eigentlich. Zu mir sagen sie auch immer, ich sei klein. Ja, es sind halt so kleine Details, die mich dann immer stören, weißt. Aber eigentlich nicht so tragisch jetzt. Gut, jetzt noch den Arbeitstisch. Wo platzieren wir den am besten? Ja, sagen wir, obwohl hier. Naja. Das nächste Problem jetzt. Ich muss mir dann noch was genauer überlegen. Ich muss mir da echt noch was genauer überlegen. So, hier müssen wir ein bisschen Platz schaffen, leider. Das gefällt mir nämlich so überhaupt nicht. Ach, so ein Käse. Hey, das wäre nicht schlecht hier. Das wäre gar nicht so schlecht. Das finde ich nicht so übel. Dann hätte man da auch Platz für die ganze... Ja, das ist gut. Ich meine, es schaut zwar alles jetzt so reingepresst aus, aber gut, ist ja wurscht eigentlich jetzt. Lass mal das dabei so, das ist die Übergangslösung. Wir werden das eh noch ändern. Wir werden das eh noch ein bisschen ändern. Aber das passt dabei so. Ich will nicht noch länger jetzt hier Zeit verlieren. Gut. Und in die Mitte kommt die große Statue mit Parkbank und Laterne. Ja, warum nicht? Und vielleicht die große Säule. Boah, das sieht jetzt ganz anders aus jetzt. Das ist wieder so eine ein bisschen Umgewöhnungsphase. So, hier kommen, genau, da sind die ganzen Generatoren. Warum kann ich die nicht aufheben? Hallo?
Da, 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 da. Du, 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 du. Bevor wir das machen, kommt jetzt erstmal hier so eine schöne Straße. Das passt fürs Erste. Das passt fürs Erste. Ja, ich muss zuerst den Boden platzieren. Ja, leider. Also, zumindest für die feuerbetriebenen Generatoren. Ansonsten kann man das nicht mehr platzieren. So. So, die Laterne, wohin bauen wir die jetzt? Kommt hier eine hin? Bam, 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 bam. Was? Wie schön. Heute denkst du schneller als ich. Na, hier kommt's. Kommt da alles Schleifer zuerst? So. So, die Öfen habe ich mir gedacht, haue ich erstmal hier hin. Wobei man die eigentlich auch dazu bauen kann. Könnte. Ich schaue es mir gleich mal an. Oder wo ist denn die? Genau. Hier nochmal ein Allesschneider. Piep, 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 piep. Du, du, du. Dun, 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 dun. So. Weiter würde ich es aber nicht bauen wollen. Genau, die Öfen haue ich jetzt einfach mal hier hin. Ja, so bin ich zufrieden eigentlich. So, wo ist denn die zweite Laterne? Wo ist die zweite Laterne hin? Die ist verschwunden irgendwie. Hat jemand die zweite Laterne gesehen? Ah, hier. So, hier kommen die Chickens hin. Das heißt, der Grill kommt hier hin. So. Das Kochset. Das platzieren wir einfach mal hier hin. Wobei das ja am besten hier oben wäre. Finde ich. Also so ein Griller auf der Terrasse, das wäre natürlich. Ich meine, wann brauche ich den? Den brauche ich eigentlich eh so gut wie nie. Das Recyclinggerät sieht am besten daneben hier aus. Ja. Naja, aussehen wird es nicht so gut, aber. Hier irgendwo versteckt. Wo es keiner sieht. Mm-mm-mm-mm-mm.
Wie er es platziert. Hallo? So, so ist schön. Da hat man einen schönen Ausblick. Gut, der Baum hier stört, aber... Das passt so, das passt so. Ich bin zufrieden. So als Übergangslösung, würde ich sagen. Oder vielleicht lasse ich es auch so. Das mit dem Stall ist hier eigentlich auch nicht schlecht. Nahe am Haus. Das heißt, man ist schnell beim Mount. Ja. Boah, das Grundstück ist echt riesig geworden. Also hier in der Mitte müssen wir auch noch irgendwas Schönes bauen. Ist wirklich riesig geworden. So, gleich mal wieder ein paar Eisenbahnen. Ach so, ja. Eisenerz fehlt uns. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Im Ofen. Dum, 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 dum. Oh, Level up. Sehr schön. Brauchen wir nur noch ein Level für das Kopf-Item. Oh, es fehlt was. Es fehlt was. Wo ist die Truhe? Wo war die Truhe nochmal? Oh mein Gott, ah, da vorne. Stimmt. Zack, das heißt die Werkbank, also die Werkbanktruhe ist auch noch nahe der Montagestation. Also auch gut. Ja, Staubsauger haben wir hier rein. Ich bin zufrieden fürs Erste. Und ich glaube, das war's auch dann für heute, würde ich sagen. Hier perfekt noch. Schön schlafen. Schwups. Wir haben es eh schon wieder 23.15 Uhr. Also gleich. Ja. Ich denke, das war's für heute.